Willkommen im Podcast des BB Campus, A Valley of Real Contacts, dem Podcast für eine starke und gesunde Gesellschaft und Wirtschaft in der Region Böblingen-Sindelfingen. Hier treffen Sie authentische Menschen, Experten aus der Region Böblingen-Sindelfingen, die im Wir gemeinsam das Jetzt gestalten. Mein Name ist Sonja Kawein. Ich bin Wirtschaftspsychologin und Sprecherin und heiße Sie im Namen des Teams vom BB Campus herzlich willkommen. Bei mir ist Yasin Seiwasser. Yasin, du bist seit 30 Jahren in der Kampfkunst und Meditation unterwegs. Du bist deutscher Meister MMA, hast den schnellsten K.O. im Titelkampf errungen. Du warst Bodyguard des Königs von Saudi-Arabien und du bist auch Nahkampfausbilder für die Spezialeinheit Special Forces Marines. Hallo Yasin. Hallo. Lieber Yasin, im Augenblick sind wir eigentlich weltweit in einem ganz verrückten Kampf, nämlich im Kampf gegen ein Virus, was uns alle auf Trab hält. Viele bleiben zu Hause, viele sind in Angst. Du hast auch viele Kämpfe gekämpft als Kämpfer und hast auch auf der anderen Seite das Thema Meditation. Und heute mag ich dich fragen, was kannst du den Menschen, die heute zu Hause sind, vielleicht in Angst oder in Unwissenheit mitgeben? Also das Allerwichtigste erstmal, nicht in Panik auszubrechen. Das ist das Allerwichtigste. Warum, erkläre ich in Details. Sehr wichtig ist, dass man unabhängig davon, was im Außen passiert, dass man immer seine Ruhe bewahrt. In der Gelassenheit, in der Ruhe hat man immer einen besseren Überblick. Man kann sich immer viel besser anpassen. Um ein Sprichwort zu zitieren, umso ruhiger du bist, umso mehr kannst du hören und umso besser kannst du zielen. In Panik haben wir noch nie irgendetwas Erfolgreiches erreicht. Das bedeutet, egal bei was es ist, ob es in einem stressigen sportlichen Wettkampf ist, ob es in einem, was auch immer, Fußballspiel ums Finale geht, ob es in einem Formel 1 Weltmeisterschaft geht, was auch immer, oder einfach jetzt, ich sag mal, fast in diesem Krisenzustand. In allen Bereichen ist sehr wichtig, einfach die Ruhe zu bewahren, weil in dieser Ruhe gibt es auch automatisch gleichzeitig sehr, sehr viele positive Nebeneffekte. Was auch sehr gut nachzulesen ist, umso harmonischer man ist in seinem eigenen Körper, weil Gedanken und Emotionen beeinflussen unser ganzes Selbst, also auch das Immunsystem, ist das Wichtigste erstmal, dass wir nicht Angst bekommen. Wenn wir jeden Tag Gedanken haben und unsere Emotionen mit Angst aufladen, sind wir sehr anfällig, auch Krankheiten anzuziehen und das Immunsystem wird geschwächt. Gedanken sind unsichtbare Energie, das wurde auch sehr oft bewiesen. Und umso wichtiger ist es einfach, in diesem Moment einfach ruhig zu bleiben. Man darf nicht in Panik ausbrechen, weil, wie gesagt, wenn jetzt noch ein paar, sagen wir mal, strengere Auflagen erteilt werden, dann sind wir zu Hause für 2 bis 3 Wochen. Dann hat man sehr viel Zeit, sich Sorgen zu machen. Und wenn man sich Sorgen macht, Sorgen machen krank und dann erst recht. Also es bedeutet, sehr wichtig, behaltet die Ruhe, bewahrt die Ruhe, gerade weil mit der Ruhe erreicht ihr viel mehr in jeder Situation. Sehr wichtig. Und wie können wir in so wilden Zeiten die Ruhe bewahren? Also sehr wichtig ist zu wissen, wie das System funktioniert. Wir haben einen direkten Draht mit der Atmung zu den Emotionen, von den Emotionen zu den Gedanken. Es ist sehr wichtig zu wissen, zum Beispiel die Angstatmung, wenn ich Angst habe und atme, nur mal in seinem kleinen Schockzustand, macht man so, man atmet durch den Mund und sehr flach in die Brust nach oben. Wenn man sich aufregt im Straßenverkehr, atmet man lang, und wenn man weint und traurig ist, hat man so eine blockierte Atmung. Das bedeutet, in jedem Fall ist die Emotion immer mit der Atmung verbunden. Wenn man lernt, tief in den Bauch zu atmen, wirklich die Kapazität ganz einfließen lässt und ganz entspannt ausatmet, kann man seine ganzen emotionalen Blockaden befreien. Das Leben beginnt im Bauchnabel, nicht im Herz und nicht im Kopf, sondern am Bauchnabel. Die Japaner nennen diesen Bereich Hara, heißt die Lebensmitte. Wenn man tief in den Bauch atmet, kann man seine Emotionen lösen, man kann seine Blockaden lösen. Und sehr wichtig ist, dass man zum Beispiel die Hände auflegt, übereinander auf dem Bauch, zum Beispiel die linke Hand mit der Handfläche auf dem Bauchnabel, die rechte Hand drüber. Da kann man einfach tiefe Bauchatmung trainieren. Und in diesem Moment kann man auch wirklich seine Emotionen und Gedanken
beruhigen, sage ich mal. Alles ist Trainingssache. Es ist keine Sache, die man sich kauft, wenn ich jetzt einmal die Hand auflege, dass ich dann sofort ganz entspannt bin. Man trainiert es, aber man wird es auch gleich fühlen können. Gerade weil, wie ich sagte, die Atmung hat direkten Einfluss auf die Emotionen. Und durch Atmung können wir auf jeden Fall diesen Zustand erreichen. Und es ist auch der Anfang von jeder Meditation. Also wenn man Spannungsübung macht oder so, oder auch mal sich einfach nur hinlegt und atmet, atmet man eigentlich automatisch in den Bauch. Das ist so die natürliche Atmung, nicht wahr? Also automatisch in den Bauch atmet man nicht. Die meisten können nicht mal in den Bauch mehr atmen. Die meisten sind Brustatmer und was noch schlimmer ist, sind Mundatmer. Die meisten atmen auch durch den Mund. Also sehr viele zum Beispiel Mundatmung ist, man schnarcht sehr viel, also es hat, hört man sehr viel. Ich glaube 80-90% der Menschheit hat den Mund offen beim Schlafen. Das bedeutet einfach, das ist unbewusst, dass wir das wahre Atmen eigentlich verlernt haben. Und das kann man trainieren? Also nachts durch die Nase atmen? Das kann man trainieren, indem man natürlich, es gibt ein paar Übungsanleitungen dafür und man sollte erstmal lernen, wirklich die Brust nicht zu benutzen, sondern nur den Bauch am Anfang. Später kann man Vollatmung trainieren und wenn man sich jetzt hinlegt, was sehr wichtig ist, dann kann man die Hände drauflegen und dann mal beim Einatmen muss sich der Bauch aufwölben, beim Ausatmen geht der Bauch runter und man sollte nur durch die Nase atmen. Sehr wichtig, Mundatmung filtert gar nichts, das heißt Viren, Bakterien werden durch den Mund ganz leicht in den Körper gelangen. Das andere ist, durch die Nase wird jeder Atemzug durch die Nase filtert die Luft, reinigt die Luft und wärmt die Luft und 80-90% der Bakterien werden schon in der Nasenschleimhaut einfach, sage ich mal, eliminiert. Sehr wichtig zu wissen, dass man sehr viel durch die Nase atmen soll oder eigentlich nur. Das heißt, wenn ich durch die Nase einatme und den Bauch atme, dann habe ich schon mal die beruhigende Atmung, die Bauchatmung. Und gleichzeitig werden auch Viren und Bakterien gefiltert. Aus der kalten Luft jetzt im Augenblick wird warme Luft, weil sie durch die Nase geht in die Lungen. Das heißt, man hat gleichzeitig mehrere Effekte. Genau, also die Nasenschleimhaut, die eliminiert sehr viel. Man sagt, 80-90% der Viren und Bakterien gehen durch die Nasenatmung schon mal, also vielleicht noch mehr, aber man sagt auf jeden Fall, dass die Mundatmung absolut gar keine Vorteile hat. Also Mundatmung geht in die Brust, hat gar keine Verbindung zum Zwerchfell und die Nasenatmung hat auch noch die Verbindung zum Zwerchfell, das bedeutet zum Bauch. Da kann ich meine Lungen füllen und gleichzeitig werde ich auch viel entspannter. Mundatmung ist auch mit der Angstatmung in Kombination. Da gibt es noch sehr, sehr viele andere Details, aber ich denke von der Information, dass die Leute sich das merken können. Es ist sehr wichtig, dass sie einfach mal erst durch die Nase atmen lernen und in den Bauch bewusst atmen lernen, um Entspannungszustände hervorrufen zu können. Die Nasenatmung aktiviert auch das parasympathische Nervensystem. Das ist unser Entspannungssystem, das ist der Gegenteil vom Stress. Das heißt, wenn wir jetzt merken, durch die vielen Nachrichten, die wir bekommen, Unsicherheiten, Angstzustände, die dann hochkommen, einfach mal atmen, durch die Nase einatmen, in den Bauch hinein. Und so mal ins Hier und Jetzt zu kommen, beruhigter zu sein. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, dass wenn wir uns zum Beispiel jetzt in Panik versetzen, was bringt das überhaupt? Wenn ich in Panik bin, bringt das sowieso nichts. Es verschlimmert alles nur noch. Ich verschwäche mein Immunsystem, ich habe Angst, meine Zeit geht eigentlich negativ rum. Das bedeutet, im Panikzustand, im Angstzustand ist nur Negatives, da bringt es sowieso nichts. Also warum sollte ich nicht, wenn in dem Moment gerade die Ruhe, die Gelassenheit was bringt, warum sollte ich nicht ruhig sein? Und ruhig in der Ruhe zu sein, ist nicht wahre Ruhe. Die Ruhe im Stress ist wahre Ruhe. Und wahre Kraft zeigt man nur in schwierigen Zeiten. Wenn alles gut ist, hat man auch, da kann man nicht wirklich Kraft beweisen. Und jetzt ist auch eine Chance, dass die Menschen wirklich in einer schwierigen Zeit wirklich die Ärmel hochkrempeln und wirklich zeigen, dass man zusammenhält, dass man stark ist, dass man auch gelassen ist, vertrauen kann. Weil im Endeffekt ist es viel wichtiger, als einfach in Panik zu geraten, weil wie gesagt, es bringt gar nichts. Wenn die Menschen jetzt, die Zuhörer jetzt mehr von dir wissen wollen, mehr Informationen haben wollen, sich mehr inspirieren lassen wollen, wo können sie diese Informationen bekommen? Wie erreichen sie dich? Also mich findet man ganz leicht übers Internet unter Yasin Sei Wasser oder wenn man nur Sei Wasser eingibt als ein Wort, S-E-I und dann Wasser zusammen, findet man mich ganz leicht. Ich unterrichte hier, ich wohne ja hier in Böblingen, ich bin hier ein
Deutschlands auch viel unterwegs auf Seminare, und aber auch weltweit. Und ich glaube, meine E-Mail-Adresse steht auf den Seiten seiwasser.com. Dann gibt es noch seiwasserartoflife.com. Da kann man mich ganz leicht finden. Yasin, wunderbar. Dann zum Schluss mag ich dich fragen, ob du unseren Zuhörern auch eine schöne Übung hast, eine einfache, die sie mitnehmen können, wenn so eine stressige Situation kommt, wenn der Kopf anfängt zu flippen. Was können sie spontan machen? Also sehr wichtig, mal das Wort mentale Dusche zu behalten. Es ist sehr wichtig, körperlich zu duschen, weil wenn wir körperlich nicht duschen, ziehen wir noch mehr, sage ich mal, ist ein bisschen böse ausgedrückt, Dreck an, Müll an, und irgendwann mal stinkt man auch. Deswegen ist die körperliche Dusche täglich sehr wichtig, dass man einfach sauber bleibt. Aber umso wichtiger ist es auch, dass man geistig sauber bleibt. Und um diesen Müll zu bereinigen, dass nicht Negativitäten reinkommen, muss man die mentale Dusche jeden Tag mindestens ein, zweimal durchführen. Das bedeutet, in der Technik, für Beginner, was wir machen können, legt euch hin, entspannt euch richtig, bewusst entspannen. Mutter Erde trägt uns eigentlich, also ihr könnt wirklich alles fallen lassen, die Arme sind neben dem Körper. Man kann die Arme auch auf den Bauch legen, dann hat man die Augen zu und beobachtet nur, wie die Atmung durch die Nase in den Bauch geht. Beim Einatmen wölbt sich der Bauch nach oben, beim Ausatmen geht der Bauch nach unten. Und dann einfach mal bewusst tief in den Bauch zu atmen für 5 Minuten, befreit und entlastet den Menschen extrem. Das bedeutet, die ganzen Blockaden, die da gespeichert sind, sind in diesem Hara-Bereich. Und das ist da, wo der Bauchnabel ist, ungefähr 2 Finger breit weiter unten. Und wenn man da tief atmet, kann man direkt nach ungefähr 5 bis 6 Minuten fühlen, dass man wirklich so viele Blockaden einfach löst. Und wie ich vorhin kurz gesagt habe, dass die unter dem Bauchnabel, dieser Qi-Punkt oder dieser Hara-Punkt, der ist verbunden mit unserem Erregungskreisen im Gehirn. Das bedeutet, wenn wir ständig in die Brust atmen, werden immer mehr in Stress geraten und irgendwann mal auch in das Burnout kommen oder ganz in Panik ausbrechen. Deswegen ist sehr, sehr wichtig, merkt euch einfach die mentale Dusche jeden Tag 1 bis 2 Mal durchzuführen. Und in gerade diesen schwierigen Zeiten ist es noch wichtiger, dass man einfach cool bleibt, gelassen bleibt, und weil gerade dann kann man sich besser anpassen, besser reagieren und viel besser handeln. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man wirklich auch den Geist jetzt nicht einfach außer Kontrolle geraten lässt. Lieber Yasin, ich sage ganz herzlichen Dank für deine wunderbaren Tipps, die du mit uns geteilt hast. Wenn es wild wird, dann heißt es atmen, ganz im Hier und Jetzt ankommen, um einen klaren Geist zu haben, um dann eben auch die richtigen Entscheidungen für sich zu fällen. Vielen Dank, Yasin. Danke euch und bleibt stark und gesund. Das war die heutige Folge des Podcasts Bibi Campus, A Valley of Real Contacts. Dem Podcast für eine starke und gesunde Gesellschaft und Wirtschaft in der Region Böblingen-Sindelfingen. Ich freue mich auf Sie und unseren nächsten Talkgast und wünsche Ihnen bis dahin authentische und starke Partner für das, was Ihnen jetzt wichtig ist. Ihre Sonja Kawain.